Hallöchen, meine Damen und Herren. Direkt nach dem ganz fetten Update haben die Wolves ja ganz, ganz viele kleinere Updates gebracht. Ich habe zwei 400 MB große Updates, eins mit 600 und dann ganz viele noch kleinere. Und hier kamen einmal auch die Patch Notes für eines oder die Gesamtheit der Updates. Doch was haben sie, so wie beim letzten Mal hier unten ja auch, im Hintergrund gewurschtelt? Haben die etwa Leute gebannt, ha? Weil ich weiß, dass ich 26 bin und ich weiß, dass ich 27 bin. Oder 12. Nach den sonst relativ gemütlichen Wackbahnzahlen, die wir eben die letzten paar Tage und Wochen gesehen haben, wie man hier sieht, hier sind es mal 8, mal 11, mal 10, mal 20, es ist eher wenig los, hat man plötzlich eine Spitze hier drin. Und jetzt fragen sich viele, was ist da eigentlich passiert? Warum wurden jetzt an dem Tag plötzlich 170 Leute gebannt? Und hier dann nochmal 46 und hier davor 22? Overwatch oder was? Overwatch würde natürlich erstmal Sinn machen, weil man ja auch weiß, dass nur auserwählte Partner das OW-System vorerst nutzen können. Da man aber noch überhaupt nichts davon gehört hat, wer das ist, und ich gehe stark davon aus, wenn das irgendein normalsterblicher Mensch erhält, würde er damit sofort in den sozialen Medien, jetzt nicht zwingend angeben, aber eben hausieren gehen mit der Information. Aus diesem Grund gehe ich davon aus, dass es vorerst noch niemand außerhalb von den Volvos selbst hat. Also wenn überhaupt ein paar Devs, die das probieren und testen und gucken, was passiert. Darum auch direkt meine Meinung, dass das hier nicht irgendwelche Wackbands sind, die jetzt halt durch das neue OW-System rausgingen. Unsere guten alten Data-Miner haben sich zum Glück durch viele, viele Zeilen neue Informationen durchgewühlt und haben Folgendes gefunden. Es geht hier einmal um den Cancel Reason 3, der recht gut auch zu diesem letzten hinzugefügten Stück Cooldown Explanation Reason und so weiter passt. Dieser Cancel Reason 3 enthält einmal Cancelled Title und Cancelled Description. Im Title steht einfach nur Match Cancelled und in der Description, in der Beschreibung, warum oder ne, was passiert ist, Abort Match, Abnormal Behavior. Das Match wird also beendet, weil es ein sehr merkwürdiges Verhalten gab. Ein sehr abnormales Verhalten sogar. Ich denke, bereits jetzt kommt einigen in den Kopf, worum es sich hier handeln könnte. Und zwar um diese Bot-Lobbys, diese Bot-Case-Farming-Lobbys. Da gammeln diese gebotteten Accounts einfach AFK-mäßig auf den Servern rum, um eben Kisten zu snacken. Und bloßes Rumstehen und AFK sein ist ja schon irgendwie abnormal. Hier hat zum Beispiel der User Killer geschrieben, dass er Informationen bekommen hat, dass diese Wackbands nicht irgendwie an Cheat oder sonst was ging, sondern an diese Boosting Case Farming Panel Dinger. Diese Bannzahlen hier an sich sind ein bisschen merkwürdig, denn es gibt zum Beispiel hier auch wieder auf Twitter Posts, in denen behauptet wird, dass Leute irgendwie 300 Accounts kennen, die gerade frisch gebannt wurden. Auch in den Steam-Diskussionen findet man Einträge zu Leuten, die gewackbannt wurden. Es könnte also auch eine Mischung aus dieser Bot-Geschichte und eben einer kleinen Wackbannwelle sein, wobei die wie gesagt auch größer sein könnte. Es scheint wohl auch mal wieder einen Cheat-Provider getroffen zu haben, aber auch hier gibt es halt einfach zu wenig Datenlage. Also damit meine ich Datenlage, wie viel jetzt wo überall, weswegen halt gebannt wurden. Was aber wie gesagt auch wieder frisch hinzukam, ist diese Abnormalitätsgeschichte, dass ein Spiel jetzt einfach beendet wird, wenn irgendwas abnormal gelaufen ist. Und da es ja in Richtung Cheating diese Sachen schon gab, also Wack hat hier das Spiel beendet, weil jemand was anhatte oder weil irgendwas komisch war, ist das natürlich ein dritter neuer Punkt, der wohl darauf abzielen könnte, dass diese Bot-Lobbys auch beendet werden. Natürlich möchte Valve das ja sicherlich auch nicht, dass irgendwelche Bot-Keks irgendwelche Kisten bei ihnen farmen können. Die Kisten sollen an richtige, spielende User gehen und nicht an irgendwelche Vögel. Ich werde übrigens im Titel kleine Wackwelle hinschreiben, auch wenn das möglicherweise vielleicht sogar eine etwas größere Wackwelle jetzt war, aber da ich es nicht genau weiß, auf Convas steht wie gesagt 170, CS-Stats hat hier wiederum irgendwie 500 Bans, was jetzt richtig ist, die einen sagen so, die anderen sagen so, also irgendwas scheint auf jeden Fall halt gelaufen zu sein. Der Kampf der Volvos gegen diese ganzen Ungerechtigkeiten ist jetzt nochmal ein Stückchen weiter abgesteppt mit dieser neuen Herangehensweise oder einer weiteren Herangehensweise. Einer der Provider, der auf Twitter da verlinkt war und geschrieben hatte, dass halt ihre Bot-Farmen oder Panel oder wie man das nennt, halt kurzzeitig gefistet waren, hat bereits wieder geschrieben, dass wohl wieder alles läuft. Der Kampf wurde also von den Volvos aufgenommen, aber ist bei weitem noch nicht zu Ende. Natürlich ist es aber ein schönes Zeichen, dass sie jetzt an allen Fronten versuchen reinzuballern und sich aufzubauen. Ich denke halt, dass es so wie immer bei den Volvos dauern wird. Sie bauen sich da von null auf wieder irgendwas auf und wurschteln halt vor sich hin. Ich denke, die meisten von uns sind von diesen Bot-Lobbys auch nicht wirklich gestört, weil wir kriegen es ja gar nicht mit. Oder zumindest habe ich sowas noch nie gesehen und auch von euch noch nie gelesen. Von wegen, oh, diese scheiß Bot-Lobbys. Ich habe davon immer nur dann im Zusammenhang der Spieleranzahl an sich von euch davon erfahren oder gehört, dass das ja auch die Spielerzahlen pusht. Aber ob bereits Spieler in diesen Lobbys waren und dann vielleicht gekickt wurden oder halt genervt waren von diesem Ablauf, das weiß ich nicht, wie oft das vorkommt. Dazu könnt ihr euch natürlich gerne in den Kommentaren melden, falls euch schon mal sowas passiert ist. Dieses letzte Update und vor allem die Message, die damit durch die Community durchging, kam auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Einige haben sich über die Map-Pool-Änderung beschwert und haben gesagt, ach, ich hätte lieber dieses Jahr überhaupt keine Änderung gehabt, wenn ich dann zumindest mit der nächsten Änderung
dann nicht nur das 2 reinbekommen hätte und Overpass raus, sondern wenn halt dann mal Train rumgekommen wäre, Kobbel und so weiter und so fort. Tuscan war ja auch noch angekündigt, also von den Volvos selbst. Dann haben wir natürlich noch Terra und vor allem Cash. Aber da hat FM Pound schon gesagt, dass es mindestens bis 2025 dauert, bis er mit der neuen Cash-Version fertig ist. Und da wollen wir ihm natürlich auch alle Zeit der Welt lassen, denn die Map soll halt geil werden und dann nicht irgend so ein hingeschludertes Scheißding. Also FM Pound, gemütlich weitermachen, dann wird's. Ich habe mich ja über diesen Change relativ stark gefreut, weil ihr wisst ja, ich mag Overpass einfach überhaupt nicht. Natürlich verstehe ich aus technischer Sicht vor allem den Ärger, denn ja, Overpass wurde extra jetzt ja alles, es wurde alles frisch gemacht, es wurde extra so richtig schön hingenudelt, dass es in CS2 gut aussieht, gut funktioniert und so weiter und so fort. Und dann machen die es raus und machen das 2 rein. Das auch mehr oder weniger gut aussieht und gut funktioniert, aber wie gesagt, meine persönliche Meinung, Overpass und das 2 ist schon ganz in Ordnung, kann man nehmen. Ich hätte logischerweise aber auch viel lieber Train noch mit dazu und Cash, gut, das dauert noch, aber Kobbel und Tuscan. Viele haben auch gefragt, warum Overpass, warum machen die nicht Mirage oder sonst was raus? Ich denke, das liegt einfach an den Zahlen. Also die Volvos haben hundertprozentig, darauf kann man bestimmt auch irgendwie zugreifen, die Zahlen, welche Maps am meisten gespielt werden, welche am wenigsten gespielt werden, welche Maps direkt am Anfang zur Pickphase schon immer rausgebannt werden und welche es länger durchhalten. Und ich gehe einfach feste davon aus, dass Overpass sehr weit hinten stand. Und ich denke Inferno, Mirage, das sind so die Maps, die am ehesten gespielt werden. Und du bist wahrscheinlich auch. Ich weiß es nicht genau. Aber ich gehe einfach stark davon aus, dass es genau daran liegt. Weil warum sollte man eine gut laufende Map rausnehmen, die jeder gerne spielt, die jeden Tag irgendwie tausende Male gespielt wird und eine andere Map drin lassen, die halt keiner mag. Ich denke, das ist zumindest die Erklärung, warum halt Overpass rausgeflogen ist, weil es halt nicht so kräftig gespielt wurde wie die anderen Maps. Ja, das wär's dann schon wieder mit dem Main-Video. Ich würde jetzt einfach noch ein Giveaway machen und dann gehen wir alle ins Bett. Also ich, für mich ist es 3 Uhr morgens, aber für euch wahrscheinlich 17.30 Uhr an einem Montag oder danach. Denkt an morgen übrigens Livestream, noch nicht vergessen. Ab 18 Uhr wieder, dienstags. Ja, und dann gehen wir jetzt einfach noch in den Giveaway rein. Dann würde ich sagen, nehmen wir gerade mal so eine leckere StatTrak Desert Eagle Trigger Disziplin. Die gibt es heute für euch zu gewinnen. Ihr macht wie folgt mit. Wenn du entscheiden müsstest, ob als nächstes Train in den Map Pool hineinkommt oder Tuscan, wofür würdest du dich entscheiden? Also ich würde Train nehmen und du? Das wär's dann schon wieder gewesen. Und ja, wir sehen uns dann morgen im Livestream, 18 Uhr auf Twitch. Ich streame dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr, jeden Freitag ab 20 Uhr. Und wollt ihr wissen, was es morgen im Livestream gibt? Im Giveaway? Komm, ich zeig's euch schnell. Ich guck, warte. Oh, da platzt mir direkt die Hose. Guck mal da. Es gibt morgen dieses wunderbare Aug-Carved-Jade-Teilchen im Livestreamerich. Also wer Grün-Fan ist, sollte auf jeden Fall mal zugreifen. Oh. Gut. Ja, dann sehen wir uns heute rein. Danke fürs Zusehen, danke für die Kommentare und die Likes. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram.